Ein kleiner Schnitt mit der Schere für den großen Schritt vorwärts. In Almaty wurde am 18. April an der kasachischen Nationalen Agraruniversität das kasachisch-deutsche Institut zum Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme eröffnet. Dieses setzt sich zum Ziel, die Expertise von Projektpartnern aus verschiedenen Ländern zu bündeln. Bei dem Institut sollen insbesondere der Erhalt genetischer Ressourcen Zentralasiens und deren nachhaltige Nutzung im Mittelpunkt stehen. Zur Eröffnung kamen auch Experten sowie Vertreter der Bundesrepublik Deutschland. So auch Professor Dr. Matthias Kramer, Gründer und Leiter des Forschungsinstituts NETZI GmbH, zudem einer der Mitgründer des neuen Instituts. Die Eröffnung sieht Professor Kramer als gute Möglichkeit, insbesondere die Jugend für umweltbezogene Themen zu sensibilisieren. Ja, zunächst mal bedeutet es ja immer, wenn man an einer Universität so etwas entwickelt, so ein Institut eröffnet, dass man vordergründig auch Interesse daran hat, die hier studierenden jungen Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren. Das heißt, meine Motivation ist natürlich, mit den Partnern hier gemeinsame Curricula zu entwickeln, vielleicht auch mal ein gemeinsames Lehrbuch zu konzipieren, einfach um dieses Wissen der Biodiversität und der Ökosystemleistungen hier auch in die Lehre einfließen zu lassen. Das Institut wird von den beteiligten Partnerländern offiziell unterstützt. Auf dem Podium der begleitenden Fachtagung waren hohe Vertreter der Republik Kasachstan, der Republik Kirgisistan und der Bundesrepublik Deutschland anwesend. Neben dem Rektor der kasachischen Nationalen Agraruniversität, Achilbek Gurishbaev, nahmen Vertreter des kasachischen Landwirtschaftsministeriums und Vertreter der Nationalen Agraruniversität in Bischkek teil. Deutschland wurde vom Generalkonsul in Almaty, Mario Ingo Soos, vertreten. Das Institut wird von deutscher Seite von der Bundesstiftung Umwelt und dem Julius-Kühn-Institut unterstützt. Für Generalkonsul Soos ist das Institut ein wichtiger Schritt in den kasachisch-deutschen Beziehungen. Das ist ein großartiger Anfang für eine hoffentlich sehr weit aufgestellte Kooperation in dem Bereich. Denn Deutschland und Kasachstan haben beide sehr viel zu bieten in diesem Bereich. Also ich wünsche dem Projekt sehr viel Erfolg und hoffe, dass wir uns in 10 Jahren darüber freuen werden, dass der Bestand an Malus sieversi wieder ansteigt. Während der Tagung wurden mehrere Lösungsansätze zur Kultivierung neuer Obsthölzer, Möglichkeiten zur Schädlingsbekämpfung und zur Förderung der Biodiversität vorgestellt. Gemeinsam mit seinen Kollegen stellte Professor Kramer das Projekt ALMA vor. Ziel des Projekts ist es, alte Obstsorten in der Region ressourcenschonend zu kultivieren und zu erhalten. Konkret geht es dabei um den Schutz des Malus sieversi, des sogenannten Urapfels, von dem heute fast alle Apfelsorten abstammen. Dieser droht sein Habitat in Kasachstan zu verlieren. Fast 70% sind allein in den letzten 30 Jahren zerstört worden. Die Sorte selbst befindet sich auf der roten Liste. Also es ist teilweise so, dass 40-50% der hier auch am grünen Markt angebotenen Äpfel aus dem Ausland kommen, speziell auch aus Polen, damit unter einen Weg zurückgelegt haben, der 5000 Kilometer lang ist. Und da habe ich mich gefragt, wie kann das sein? Im Land, in der Stadt der Äpfel, werden so viele Äpfel importiert, wo man doch eigentlich auf eigene Ressourcen und auch Möglichkeiten zurückgreifen könnte. Das Interesse, den Apfel, dem die Stadt Almaty seinen Namen zu verdanken hat, in seiner alten Heimat wieder beliebt zu machen, ist auf beiden Seiten groß. Die Gründung eines neuen Instituts setzt zudem einen Impuls für zukünftige wissenschaftliche Projekte und gemeinsame Forschung. Für Professor Kramer ist die Veranstaltung ein wichtiger Schritt zur Wahrung und zum Erhalt der Biodiversität in der Republik Kasachstan. Wir hatten 250 Teilnehmer bei der Konferenz. Wir haben dieses Institut gegründet. Wir hatten ein großes Interesse auch von der außenpolitischen Seite der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn wir das weiterentwickeln können, haben wir eine einmalige Chance, hier auch für Kasachstan etwas zu erhalten, was ansonsten vielleicht verloren geht. Und das ist die Hauptmotivation für diese gemeinsame Arbeit.